Mein Vater war ein sehr friedlicher, harmonieliebender, vergebender Mensch. Und meine Mutter in der Nachbarschaft hat man gesagt, sie hat die Hosen an. Sie hat eigentlich geführt in der Familie. So in der Adoleszenz, wenn sich's entscheidet, wenn sich so Bilder beginnen zu festigen, erlebte ich meinen Vater als Schwächling. Und so musste ich mir wie mein eigenes Bild eines Mannes erschaffen. Das war zuerst natürlich im Kontrast zu meiner Mutter. Ich wurde von meiner Mutter gestraft. Ich habe mit meiner Mutter physische Kämpfe ausgeführt, während der Vater vorgetäuscht hat, dass er auf dem Kanapee schläft. Es ist das einfachste Stück, das ich je geschrieben habe, von der harmonischen Struktur her. Und es ist das kürzeste Stück, das ich je geschrieben habe. Und es ist das am meisten aufgeführte Lied, das ich je geschrieben habe. Das Besondere ist, dass ein Gebet ist, ganz ein schlicht, absolut schlichtes Gebet, aber darüber schwebt die Stimme von Annelies und ich glaube, das ist die Verbindung zum Himmel, die Annelies mit ihrer Stimme schafft. Also das Gebet hat etwas sehr Bodenständiges, unser Vater im Himmel, heilig ist dein Name. Und darüber schwebt so diese Engelstimme und da entsteht so diese vertikale Verbindung. Also ich erlebe meine Männlichkeit im Gestalten, im Kreativen, im Umsetzen,
Als Dirigent muss man ja ein Stück weit führen. Das beinhaltet die Rolle des Dirigenten. Und trotzdem gibt es viele Geschichten von Dirigenten, das waren die Despoten, oder? Toscanini wurde in einer Probe an der Scala so wütend, dass er seinen Dirigentenstock über dem Knie zerbrochen hat und dem ersten Geiger die Hälfte in die Brust gerammt hat. Und da sieht man die beiden Seiten von männlicher Durchsetzungskraft, oder?